Das ist der Typ hier, der jetzt nach Köln fährt, weißt du? Was geht? Das ist der Typ. So Leute, wir fahren jetzt los. Es ist 7.30 Uhr, Alter, wie immer ein bisschen später bei mir. Naja, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Ein Halt für eine Ziese, für eine Ölen auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns dort auf dem Parkplatz. Machen wir wieder selber Parkplatz dort bei dieser einen Tanke. Auf demselben Parkplatz, dann Richtung Köln weiter, dann sehen wir uns auf der Gamescom und dann zeige ich euch das dort. Peace. Bis dann. Peace. So Leute, Armin und ich sind jetzt hier angekommen, also mein Bruder und ich, und haben jetzt hier irgendwo so einen Parkplatz gefunden, einen Brückenparkplatz gefunden, da hinten, wenn man das sehen kann. Zum Glück schnell gefunden. Hat aber direkt gefunden, war richtig nice. Wir sind, ich glaube, in Köln rein, dann hatten wir dort diesen Parkplatz bei der Lanxess Arena, da ist aber irgendwie niemand rein, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil es einfach zu teuer ist. Und dann sind wir ein Stück weiter gefahren, haben direkt hier im Park, ich weiß noch, letztes Mal, war es irgendwie, da sind wir glaube ich 2 Stunden oder so durch Köln, eineinhalb, 2 Stunden, ich weiß nicht genau wie viel, sind wir einfach durch Köln gefahren, das war so schlimm. Na egal, jetzt gehen wir Richtung Gamescom, sind auch schon da eigentlich, aber direkt, Alter, da vorne schon. Und dann sehen wir uns dort wieder drin, im Building. Gebt euch das mal, Fortnite Ice Truck, richtig geil. Und da sind wir auch vorhin dran vorbeigelaufen und da hat man auch diese Mucke gehört aus dem Battle Pass raus. Richtig geil. Ja, richtiger Assi. Da fahren, das ist der. Jetzt haben wir uns die Altersbändchen, oder wie man die nennt, hier gegönnt. Der Spieler ab 18, weißt du? Ja, jetzt haben wir uns die auf jeden Fall gegönnt. Und jetzt gehen wir zu der. Da ist wieder dieser Fortnite Ice Truck. Ja, Mann, auch Kopf. Da ist der wieder. Sieht man das? Der ist schon da hinten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Ja gut, aber kannst du ihn ja einblenden. Schon. Ja. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt rein. Und ich weiß gar nicht, was wir uns... Später sind noch ein paar Events. Blizzard hat ein großes Event später. Zwischen 17 Uhr. Zwischen 13 und 14 Uhr ist auch noch so ein übelst geiles Event, glaube ich, für Influencer. Da sprechen so ein paar halt über YouTube, Twitch, Streaming und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da vorne seht ihr das, da ist der Eingang. Die Hallen sind dahinter, die sieht man jetzt nicht. Hier sieht man eine Halle, da hinten dran auch die eine Halle. Drüben sind auch noch ein paar Hallen. Und da seht ihr schon die Leute reinlaufen. Das ist Dyson-Eingang, Tor C. Da hinten dann, glaube ich, Tor B und so weiter. Muss das jetzt sein, von Lautstärke her? Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein und schauen mal, was es da drin denn alles gibt.
Viel Spaß bei Parkplatzsucher, weißt? So, wir sind jetzt zurück von der Gamescom auf dem Parkplatz, erst also hier noch in Köln. Seht ihr meine Augen? Scheiße, Mann. Ich habe die ganze letzte Nacht einfach kaum geschlafen und ich bin so scheiße erschöpft, Alter, Leute, wenn ihr nur wüsstet. Und meine Beine tot, Rücken tot. Alter, ich habe mich hier ins Auto gesetzt. Ich habe erstmal 5 Minuten oder so nichts gemacht. Einfach nur das Lenkrad oder so angestarrt. Einfach nur meditieren. Alter, shit. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch Real, oder? Real. Was einkaufen. Noch kurz ein bisschen was einkaufen für Rückfahrt. Mega und Hunger, ja, ein bisschen vielleicht so 3, 4 oder vielleicht 9 Red Bull oder sowas noch kaufen. Auf jeden Fall. Und dann heizen wir zurück. Alter Leute, wenn ihr auf die Gamescom geht, ich gebe euch einen Tipp. Also wirklich einen Tipp und ihr werdet mir dafür so dankbar sein. Nehmt euch irgendwie so einen Klappstuhl mit oder irgendwas, was man zusammenklappen wieder aufmachen kann, wo man sich draufsetzen kann. Es ist übelst geil da, aber das einzige Problem ist, also es sind 2 Sachen, ist das lange Laufen von einer Halle zur anderen, weil die Hallen halt extrem riesig sind. Da brauchst du irgendwie schon allein gefühlt 10, 15 Minuten, um durch eine Halle zu laufen, bis du dann überhaupt in die nächste kommst. Da ist dann auch nochmal so ein extra Gang, wo man durch muss und auf jeden Fall irgendwas mitnehmen zum Hinsetzen. Genügend Schlaf ist sehr wichtig, glaubt mir. Alter, Schlafrhythmus komplett am Arsch. Am besten irgendwie gleich hier in einem Hotel oder sowas. Aber die sind halt in der Woche, in der Gamescom-Woche extrem überteuert. Ach so, und Bushido war auch da. Den haben wir auch gesehen. Wusste ich gar nicht. Ja, ich wusste auch nicht, dass der kommt. Wir sind krass. Da gegen andere. Street Fighter hat er gezockt, oder? Echt? Street Fighter, glaube ich. Also, ja. Okay, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet. Aber auf jeden Fall habe ich auch gehört oder irgendwo gesehen, dass er auf Twitch gestreamt hat vor 2 Tagen oder sowas. Das hat mich überrascht. Mich auch, da extrem. Ich finde es richtig krass, dass der das macht. Ich weiß nicht, ob das was Einmaliges war oder ob er es öfter macht. Der weiß schon, was er macht, glaube ich. Der wird da sich schon Gedanken gemacht haben. Ey, mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut, dass er das gemacht hat. Ich schwätze jetzt hier nicht lange rum, weil ich bin schon... Alter, ich bin so fertig. Wir fahren jetzt zurück und dann werde ich wahrscheinlich zu Hause nochmal kurz ein paar Clips aufnehmen und dann noch ein paar Ansagen machen. Bis gleich. Oh, bis gleich. Wow.